Hey zusammen und willkommen zu dem ultimativen Unboxing des Jahres. Es ist soweit. 5 Jahre nach dem letzten Teil kommt genau morgen, um ehrlich zu sein, Spider-Man fucking 2 raus. Es ist absolut unglaublich, wie sehr ich mich auf dieses Spiel freue. Denn Spider-Man ist für mich ja, so ziemlich meine halbe Kindheit gewesen so. Und ich freue mich mega auf dieses Spiel und ich habe mir extra deswegen, eigentlich nur wegen der Steelbook, die 250 Euro Collectors Edition geholt. Es ist so Wahnsinn. Ich habe noch nie so viel für ein Spiel bezahlt und werde ich auch wahrscheinlich nie wieder. Aber bei Insomniac kann ich wenigstens mit ruhigem Gewissen sagen, das Geld ist nicht so schlecht investiert. Wir haben den 19. Das ist einen Tag früher gekommen. Danke, Sony. Das Hauptspiel an sich habe ich auch nochmal gekauft auf Disc. Das wollte ich eigentlich auch in das Unboxing packen. Das kommt aber angeblich heute erst noch. Aber ich bezweifle, dass es heute noch kommt. Ich glaube, es kommt wahrscheinlich erst morgen. Naja, denn morgen sind wir auch in Berlin zur Premiere eingeladen von Spider-Man 2. Da gibt es ja ein Live-Let's Play im Kino im UCI mit Gronkh und Holly. Und da bin ich eingeladen worden. Ich habe das Gewinnspiel gewonnen. Also ganz große Sache hier, Spider-Man bei mir. Und ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lang rum und packen das Ganze mal aus. Ich habe mir heute ein bisschen, ein professionelleres Unboxing fast schon als sonst. Und ich bin auf die 19 Inch von Venom sehr gespannt. Fast schon am meisten. Oh mein Gott, wenn wir so direkt... Tschüss, bam, Alter. Ja, geil, perfekt. Und ich habe voll reingeschnitten. Ich habe extremst... Ach du Scheiße. Fängt gut an. Ich habe extremst in den Karton reingeschnitten. Man kennt es. Der Sammlerboss. Das ist ja wie bei der PS5 damals mit Unboxing-Fail. Naja, jetzt ist da so ein kleiner Riss drin. Naja, scheiß drauf. Egal. Ich pack mal... Oh, fuck. Oh, Scheiße. Weg damit. Bäm, das ist sie. Die Riesen Collectors Edition. Leck mich fett. Ja, das ist vom Fernseher, wenn es hier rumfliegt. Ja, Fail, ich zeig das mal kurz. Ich habe hier ein bisschen reingeschnitten. Ich hoffe, man sieht es überhaupt. Ja, hier. Fuck. Vielleicht war das auch so schon. Nee, ich glaube nicht. Naja, was soll's. Scheiß drauf, ist meine. Verkaufe ich eh nicht nochmal. Und wenn, dann, ja, 100.000 Euro. Minus-Sammlerwert. Man kennt es, ich muss immer einen kleinen Fail machen. Hoffentlich habt ihr mich gesehen. Gute. Das ist das Mega-Ding. FSK 16. Ich kann nicht in Worte fassen, wie froh ich bin, dass es FSK 16 ist. Das kann nur Web of Shadows Level bedeuten und das brauche ich dringend. Web of Shadows, mein absolutes Lieblingsspiel. Neben Transformers, Untergang von Cybertron. Und ich hoffe, bei Gott, dass dieses Spiel in diese Richtung geht. Ich wollte eigentlich ein Live-Let's Play dazu machen. Eigentlich schon heute. Mehrere Probleme. Problem 1, ich wollte das erst spielen, wenn ich Cyberpunk fertig habe. Ich spiele gerade Cyberpunk noch. Und ich wollte nochmal Spider-Man 1 spielen als Recap. Ja, habe ich zeitlich jetzt nicht hinbekommen. Aber ich werde das Live-Let's Playen. Definitiv. Da habe ich auch schon bei Spider-Man 1. Das Let's Play gibt es halt nur nicht mehr. Dank Yunus Amiri, sei Dank. Ja. Nun denn, egal. Spider-Man 2, da ist das Riesending. Eine Riesenbox. Wo ich diese Box hin tue, ja. Gute Frage. Ist halt ein schöner Oschi. Hier mit dem Symbionten-Logo. Ich freue mich so. Hier kann man das dann öffnen gleich. Das werden wir gleich machen. Gucken wir erstmal nach hinten. Boah, also es wiegt schon so 6 Kilo, das Ding. Was haben wir denn hier? Wir haben Inhalt, Statue, 3 Teile, Steelbook-Verpackung, keine Spieldiskinhalte. Das ist so eine Frechheit. Mal kurz gegen Sony schießen. Warum zum Teufel keine Disc? Ihr macht eine Steelbook rein, aber keine Disc. Damit ich nochmal das verdammte Spiel für 80 Euro kaufen muss. Es ist so eine verdammte Abzocke. Aber ja, das erzähle ich später noch ein paar Sachen. Nochmal auf ein paar Sprachen. Französisch und so. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ah ja, die Rückseite. Die Rückseite. Und man kann ich das eigentlich nicht einfach so machen, sieht man es dann nicht auch. Ja,
wäre eigentlich praktischer. Ist auch für mich ein bisschen neu, so eine Unboxing. 100 GB Minimum seht ihr unten links. Vibration FA, also ist auf Englisch. Vibration Function and Trigger Effect Supported. In-Game Purchases. Ist das. Was? Was kann man denn in-game kaufen? Also hier die Steelbook, ich bin höchst gespannt, wie die aussieht. Das vollständige Spiel als Digitalcode finde ich eine absolute Frechheit für mich. Ich bin auch überlegen, ob ich die verlose oder ob ich die verkaufe, weil das ist alles teuer. Bin ich noch am überlegen, ich sag mal so, wenn es verlost wird, dann im ersten Part vom Live-Let's Play. Also unbedingt dann einschalten, wenn es soweit ist, und abonnieren, damit ihr das nicht verpasst. Und die riesen 19-Inch-Statue, 48 cm, das Ding ist gewaltig, das wird meine größte Figur sein. Bin ich gespannt, wie hochwertig die ist, wie geil die ist. Ich bin höchst aufgeregt. Und dann natürlich der ganze Pre-Order-Shit. Ich weiß nicht, was das alles ist. Ich glaube, ein paar Anzüge, ein paar Gadgets, Fähigkeitspunkte, halt so digitaler Quatsch. Brauche ich jetzt nicht unbedingt, ist nett. Jetzt muss man natürlich fragen, ist der Preis wirklich gerechtfertigt, für eine Statue und eine Steelbook 250 Euro zu zahlen? Theoretisch okay, das Spiel nochmal 80 Euro abziehen. Sind wir aber von 250 auf 170. Sagen wir mal, okay, die Figur hat 100 Euro gekostet. Ja, nee, eigentlich nicht. Also gut, Figuren werden ja eh teuer gehandelt, wenn die richtig Marke sind und hochwertig sind. Siehe asiatische, japanische Figuren. Ich habe zwar nur China-Fakes, aber ja, das geht auch teuer. Ob das gerechtfertigt ist, ist nach wie vor jetzt eine Frage. Ich wollte es unbedingt haben mal. Weil ich hätte noch nie eine große Collector's Edition, außer jetzt Dead Island vielleicht. Aber gut, wir packen das ganze Ding aus. Hier unten ist so ein Bumskleber. Ich werde das aber jetzt mal, und diesmal nicht die Verpackung zerstören. Mal kurz mit durchschneiden, so. Und dann öffnen wir das ganze Gedöns mal. Ah ja. Ja, ihr seht viel, ich weiß. Lasst mich kurz zaubern. Und ich hab's gerissen. Ich wusste, dass es passiert. Ach fuck, warte mal. So, da bin ich wieder. Also das Teil gerade herauszuwirken ist auch eine echt geile Sache. Hat jetzt, ja. Also ohne Scheiß, jeder Sammler wird mich umbringen, wenn ich dieses, wenn sich das Unboxing anguckt, aber das ist halt echt beschissen aufzumachen, bin ich super ehrlich. Naja, egal. Ja, es hat jetzt hier auch einen kleinen Riss, wie gesagt, von meinem, ich habe ein bisschen zu grob geschnitten. Naja, scheiß drauf. Ist ja meins, so. Da hier ist das Symbiontenzeichen, hier die Megabox, hier unten mit so einer Bügelschleife, kann man das nennen, ich versuch's jetzt mal. Also das geht so behindert auf, sage ich euch. Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn. Ach, Digga, mach ich halt noch einen Cut. Huh, okay. Also ohne Scheiß. Besser gesichert als Alcatraz, das Ding. So sieht's innen drin aus. Ich weiß, man sieht viel, ne? Es ist so flauschig jetzt nicht, aber ja. Riecht ein bisschen nach, keine Ahnung. Hier haben wir das Steelbook. Oh, und die ist, warte mal, ich muss mal kurz. Oh mein, huhu. Ja, geiles Stativ, ne? Warte mal, ich zeig das mal kurz. So sieht das Ganze aus. Sehr geiles Steelbook, tatsächlich sogar. Weiß nicht, ob man das in der Cam sieht, aber Venom, Spider-Man und Miles Morales sind sehr schön hervorgehoben. Na okay, die Rückseite ist wack. Da ist nicht viel Tolles. Okay, das Seite auch. Ja, also kann man sich jetzt mal wieder drüber debattieren, ob das jetzt, also die Vorderseite ist krass, der Rest, naja, wäre ein bisschen Raum nach oben gewesen tatsächlich, aber na gut. So, ich werde jetzt mal kurz. So, jetzt werde ich mal kurz hier. Eieiei. Der Amateur-Unboxer ist zurück. Ich hoffe nicht. Wenn nicht, schneide ich es raus. Also, das war der Spielcode. Gut, dann haben wir hier nix. Steelbook 2003, ihr seht hier unten. Der absolute Klassiker. Ja, das war auch schon die Steelbook. Oh Gott, da unten der Korb. Also, das muss ja unbedingt ab. Also, direkt mal ab.
Sieht ja todhässlich aus. Das ruiniert ja alles. Danke. Ja, also nee, ist eine geile Steelbook. Ihr könnt sie. Ja, genau so kann man es perfekt sehen. Zidane, man kennt ihn. Sieht sehr schön hervorgehoben aus. Ich lege mal das Steelbook beiseite. Und das. Hier haben wir eine Anleitung tatsächlich, wie ich die Figur zusammenbaue. Ah ja. Musste den Smiley noch dran stecken sogar. Ich gebe mal den. Das Ding mal hier hinten hin so und leg das Ganze auch mal zur Seite. So. Ja, digital Deluxe. Diesen Code würden Leute töten. Auch schön, dass alles auf Holländisch ist, da drauf. Kam ja aus Holland das Paket. Frag nicht warum, ich weiß es selber nicht. So, nochmal. Wer weiß, wie lange schon die Scheiße unscharf ist. Sehr schönes rotes Papp. Gedöns. So. Alter, da ist die Riesenfigur. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Ach du Wichse. Venom. Alter, ist das Ding riesig. Das kriege ich gar nicht auf die Cam drauf, so groß ist das. Warte mal. Rück mal ein Stück. Alter. Alter Stadtverwalter. Ist es eine gewaltige Figur? Ja! Und hier ist Spudermann. Schauen wir uns der Spudermann an. Echt brutaler Boy. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob man es sieht. Ja. Ich liebe meine Kamera, Digga. Danke. Man sieht auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob man es sieht, sehr detaillierte Haut. Allerdings hier hinten und vor allem an den Armen. Sieht so ein bisschen aus, so wie so ein Schulprojekt. Wie soll ich das erklären? Mit so. Alter, wenn der jetzt nicht sofort das Ding fokussiert. Alter, nicht. An und für sich top. Ich muss mal ganz gut selber angucken. Die Arme ein bisschen komisch. Die Augen, warte mal. Kann ich... Oh, danke. Die Augen tatsächlich. Sehr krass. Fast schon wie ein Glas. Sieht man das? Sieht man das? Ein bisschen, ne? Sehr cool auf jeden Fall. Jetzt diese riesen Venom-Statue, ich weiß überhaupt nicht, wie ich die filmen soll. Das ist sie. Also was ein Brett. Vor allem hier unten mit dem Symbiontenschleim. Übelst krass. Dagegen ist ja meine Chainsaw Man-Figur oben Scheißdreck. Made in China. Sieht man wahrscheinlich gar nicht, ne? Ah doch jetzt. Made in China. Geil. Was ein Oschi. Das ist Venom. Ich muss mal kurz selber ein bisschen die Figur anschauen. Ja, oh mein Gott, die Zunge ist sehr slimy auf jeden Fall. Glänzt auf jeden Fall. Mehr als der Rest. Die Zähne, ja, die Krallen. Auch sehr satisfying. Ich muss mal anfassen. Danke. Ja, hier oben in die Schulter kommt dann das Netz rein. Um Spudelmann. Es ist auch on fleek an der Stelle, kann man überhaupt nicht meckern. Nee, also geile Figur. Schauen wir uns jetzt nochmal Morales Millis an. Der ist hier oben irgendwie so. Ich muss mal gucken. Ja, also eigentlich genauso wie Spudermann. Augen sind richtig geil vergläsert ein bisschen. Ich muss mal kurz gucken. Nee, ich glaube, es ist einfach nur Plastik mit so einem Wattepad unten drunter. Aber macht auf jeden Fall den optischen Eindruck. Wenn hier oben mit seinen. Gut, es sieht ein bisschen aus wie so Lego-Shit, ihr wisst, was ich meine. Spielzeug halt. Aber ihr willst das anders da machen. Also ist schon in Ordnung. Ich muss mal kurz gucken. Ja, doch, ist relativ fest. Ist fest an der Hand verklebt. Da geht nichts so leicht runter. Ja, ist eine geile Figur. Ist eine echt geile Figur.
Jetzt muss ich nur mal kurz hier mal das Netz suchen. Ich denke mal, das Netz ist hier drin. Das ist hier. Yep, das sieht danach aus. Ich ruiniere gerade mein ganzes Setup ein bisschen. Ja, wie kriege ich das raus jetzt wieder? Also das ist so scheiße verpackt. Also man merkt, das haben Chinesen zusammengesetzt. Also das kriegt ja kein normaler Mensch raus. Ja, dann ist halt jetzt ein Riss drin, Digga. Ist mir egal. Also das war gerade so hässlich da drin. Okay, wie stecke ich das jetzt rein? Ich denke mal fast schon. Ne, warte mal, ich schau mal lieber. Ah ja, da ist eine Einkerbung. Nee. Ah ja, doch. Nee, war richtig. So, den haben wir jetzt drin. Und den Spudermann muss ich jetzt kurz reinstecken. Oh je. Das ist tatsächlich ein bisschen... Ja, wie soll denn der drin sein? So oder was? Ah ja, ich schätze. Aber der ist ein bisschen hier shaky. Der ist nicht ganz drin. Jetzt stellt sich die Frage. Wow, Spider-Man. Nee, ich denke mal doch, der muss dann so drin sein oder so. Dass der ein bisschen fest verankert ist. Ja, und dann ist das die Figur. Also tatsächlich ein mega geiles Produkt. Ob das jetzt den Preis rechtfertigt, schwierig. Die werde ich auf jeden Fall für immer hinstellen irgendwo. Total geile Scheiße. Ja, gucken wir, was noch da drin ist. Da ist noch dieses Salz. Nein, nicht Salz. Das ist immer drin. Ihr wisst, was das ist. Ich weiß, ich kann es bis heute nicht. Super dry. Ja, für Entfeuchten, ihr wisst schon. Ja, und das war's. Mehr ist da echt nicht drin. Krasse Scheiße. Ja, dafür die riesige Box und so schwierig zu rechtfertigen. Ich meine, sicher transportieren und so. Ja. Also das ist echt, das war so kacke da drin. Du kannst es nicht mit einem menschlichen Finger rauspulen. Sorry, aber Verpackung ein bisschen scheiße. Der Rest war in Ordnung. Okay, auch ein bisschen Anwenderfehler mit dem Riss oben, aber ja, hier, ich hasse dieses System, so wenn du so Verpackungen aufmachst. Hier, ihr seht hinten einen Riss. Ich hasse es, ich mache da immer einen Riss rein. Ich bin zu grob motorisch für sowas. Es tut mir wahnsinnig leid für jeden Sammler, der das hier sehen muss. Das war's tatsächlich. Nein! Halt, stopp! Wir sehen uns gleich wieder. Das war's noch nicht. Das ist extremst falsch, das war es noch lange nicht, denn wir haben hier vor einem Monat schon mal etwas gekauft mit einer Gefahrgutnummer UN3481. Ja, das ist nur für meinen Job relevant. Und zwar habe ich hier den Controller zum Spiel noch gekauft. Ich wollte auch das Plate, sage ich euch so wie es ist. Problem, die Scheiße, es gab gefühlt nur 5 Stück weltweit. Also Retalk, ich weiß nicht, welcher Mensch das bekommen soll. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich, du kannst es nicht bekommen. Unmöglich, sorry. Aber für mich als Mensch nicht möglich und ich sehe es nicht ein, für zwei Plastikplatten 150 Euro zu zahlen. Da geht es dann wirklich so weit. Deswegen habe ich mir den Controller geschnappt. Den packen wir jetzt nochmal kurz aus und schauen ihn uns an. Ja, es liegt schon ein bisschen länger hier rum, über einen Monat. Der Controller und die Platte kamen ja schon Anfang. Na. Sag es nicht. September raus. Sag ich. Digga. Moment. Wir wollen hier nicht noch mehr zerstören, ne? So. Also enttäuscht von der Collector's Edition bin ich nicht. Aber ja, gut. Ich finde, die dafür, also ich habe ja im Prinzip das ist ja nur... Ja, ich hab keinen Bock mehr heute. Also ich mache überall einen Riss rein. So. Damals ist ja eh nur diese Verpackung. Also diese verdammten Sony-Verpackungen, ne? Ich könnte ausrasten. Ich habe ja das im Prinzip nur gekauft wegen der Steelbook. Muss ich dazu sagen.
Ich krieg schon wieder nicht raus. Ist das schlimm? Ist das schlimm heute? Sony und der Verpackungswahnsinn. Danke. Ja, wann haben die so eine Verpackung für Controller, hä? Das gab's noch nie. Real Talk. Also kein PS5-Controller ist so verpackt. Special wegen der Limited Edition. Wahrscheinlich. So, da ist der Controller. Ich bin jetzt mal höchst aufgeregt, was hier wohl rumkommt. Oh je. Oh je. Das ist der. Ja. Ja, hat sehr schönen Grip. Ich sehe da schon einen kleinen Produktionsfehler. Sehe den Korn da. Warte mal. Vielleicht kriege ich ihn raus. Ah, nee. Das ist tatsächlich. Ja, okay. Billig. Nee, Spaß. Geil. Ist jetzt natürlich jetzt nichts groß Wildes, der Controller, muss man sagen. Es ist im Prinzip eigentlich nur ein schwarzer Controller. Mit einem Symbionten-Logo vorne drauf und hier so zur Seite foliert. Also ist jetzt kein wildes Ding. Muss man dazu sagen. Warum die Tasten weiß sind, das ist eine interessante Frage. Aber hat Grip. Fühlt sich gut an. Ist jetzt, ja, wie gesagt, kein besonderer Controller. Aber den werde ich dann für Spider-Man ab Spider-Man benutzen. Ein schwarzer Controller geht zwar noch einwandfrei, aber ja, ist halt abgenutzt, gell? Nee, voll in Ordnung. Kannst du nichts sagen. In dem Sinne, ich weiß nicht, ob ich noch vom normalen Game ein Unboxing mache. Kommt drauf an, ob es heute kommt. Wenn nicht, wird das Video heute Abend hochgeladen. Spiel, wie gesagt, ob Code verlost wird, schaut einfach mal dann beim ersten Spider-Man 2 Stream vorbei. Ich glaube aber, ich verkauf's. Ja, die Klicks sind mir nicht so wichtig, lol. Also, in dem Sinne, großartiges Unboxing, großartiges Game. Ich freue mich riesig drauf. Der Preis gerechtfertigt ist, schreibt es mal gerne in die Kommentare, ob es für euch gerechtfertigt wäre. Ansonsten sehen wir uns dann spätestens beim Live-Let's Play, hoffe ich. In dem Sinne, tschüss, bis zur Premiere.